Alex Summers. Ich hoffe, Sie wollen ihn nicht mit anderen zusammenlegen. Der Typ ist der Erste, der tatsächlich lieber in Einzelhaft sitzt. Alex, was ist deine Gabe? Was kannst du? Entdeckung, wenn ich sage. Immer wenn ich das mache, passiert irgendeine Scheiße. Weil du es nicht ganz kontrollieren kannst. Es kontrolliert dich. Darum sind wir hier, Alex. Dafür trainieren wir. Na schön, Alex, versuch nicht, mich zu treffen. Das wäre sehr freundlich. Ist das dein Ernst? Das ist mein voller Ernst. Du genießt mein allergrößtes Vertrauen. Hier hast du die Gelegenheit, an etwas wirklich Großartigem teilzuhaben. Nun die Chance, an etwas wirklich Großem teilzuhaben. Was weißt du über mich? Alles. Eine neue Spezies wurde geboren. Hilf mir, sie zu leiten. Sie zu formen. Sie zu führen. Dann mal los. Du hast ja keine Ahnung, wie sehr ich mir wünsche, normal zu sein. Du willst, dass die Gesellschaft dich akzeptiert. Aber du akzeptierst dich nicht einmal selbst. Sollen wir uns immer verstecken? Morgen wird die Menschheit erfahren, dass es Mutanten gibt. Sie werden uns fürchten. Und diese Furcht wird den Hass umschlagen. Nicht, wenn wir einen Krieg verhindern. Nicht, wenn wir unser Leben aufs Spiel setzen. Es liegt an uns, die besseren Menschen zu sein. Das sind wir bereits. Unsere Politik wird sein, jede Atomrakete, die von Kuba aus abgefeuert wird, als einen Angriff der Sowjetunion auf die Vereinigten Staaten zu betrachten. Das sind noch Kinder. Nein, das waren Kinder. Bist du bereit? Finden wir es raus. Freiheit muss immer teuer erkauft werden. Im Moment weiß niemand, welchen Pfad wir beschreiten werden. Aber der Pfad, den wir auf keinen Fall wählen werden, ist der des Nachgebens. Hör mir jetzt sehr genau zu, mein Freund. Töten wird dir keinen Frieden bringen. Friede war nie eine Option.